Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Odin's Sphere Leaf Treasure hier bei Crash44K9. Wir haben im letzten Mal das erste Kapitel mit Oswald abgeschlossen und General Brigand bezwungen. Ich wollte schon sagen, erneut bezwungen, aber ja, eigentlich schon. Aber dafür zum ersten Mal mit einem anderen Charakter. So, jetzt löschen wir mal den Gesprächen hier.奇襲作戦が失敗し、魔王軍は意気消沈しているに違いないわ。前哨戦であのありさまなら、魔王などを恐るるに足りません。次の戦いでは、ベルドードのがドラゴンを差し向けるとの話。我が軍の守りは鉄壁です。オーダインの魔女も、一皮むけば弱々しい人間の娘。敵将グリゼルダを貫いて、我が槍はそれを証明してみせたのだ。 騎士様の武勲と献身はたとえ用もありませんわ。これはオズワルド殿、ブロム殿が裏切り者とは今でも信じられませぬ。ご活躍は耳に入れておりますぞ。魔剣の力、もっと見せつけてくだされ。 Ich glaube nicht, dass du die... dass du noch mehr Kraft von Beltrevier sehen möchtest. Meine Fresse. Die so abwertig gegen vorgehen. So herab... wie sie so auf ihn herabblicken, ist einfach nur... Ach. Ja, was soll's. Ich kaufe mir jetzt am besten nichts. Einzige, was ich aber machen könnte, ist mich zum Pugadorf Dorf begeben. Denn ich müsste einige Titanmünzen bekommen, um mir jetzt was Gutes zu essen gönnen zu können. Zum Beispiel ein schönes Omelette. 360 Erfahrungspunkte. Für den aktuellen Stand ziemlich gut. Mann, so groß ein Omelette. Tja, schauen wir mal, 360 EP. Und doch mal sehen, ob das auch für das Café Karnickel gilt. Möglicherweise bekommt man da ein bisschen mehr. Bei der Nachspeise mit zwei Titanmünzen. Nein, leider nicht. Dann bleibe ich halt beim Omelette. Auch wenn es nur 20 EP Unterschied sind. Ich gönn's mir halt. Zum Mitnehmen Eye of Toast wäre auch ganz gut, aber nein, passt schon. So, Level 9. Das gefällt mir. Dankeschön. Auf wieder, tschüss. So. So sehen wir doch schon viel besser aus. Und jetzt begeben wir uns zum nächsten Kapitel. Und das wird bei den tosenden Schlachtfeldern sein. Sonata no okage de junbi wa banzen ja. Odaime, me ni mono misete kureru. 陛下、今一度サイファーの量産について、ご再考を。我らにはベルドーの竜がいる。そなたの魔剣使いもおるではないか。コルドロンさえ抑えれば、我らが生きるだけの保存は足りる。我が身をも犯すような毒を、これ以上持つ必要はない。何をふぬけたことを言っているのだ。 おばうえの考えは甘すぎる。わからないのか。サイファーは魔王に対抗するためには不可欠なのだ。口を慎め、メルビン。皆の前で玉座にあるものを批判されては捨て置けぬことになる。口が過ぎましたるはご容赦を。これもひとえに国を思えばこそ。 進化としてではなく、
老いとしてあえて苦言を呈したまででございます。あの女、全く対局を見ておらぬ。オズワルド、出るのか。ああ。お前は圧倒的な強さを見せつけて剣の力を示さねばならん。オークを殺せ、抜かるな。メルセデス様、本当に戦場に赴かれるおつもりか。もちろんよ。お母様の目の前で手柄を立てるんだから。女王様からは国を守るように仰せつかったではございませんか。それも立派なことですぞ。留守番なんてメルビーにでもさせておけばよいのです。あら、メルビー。戦はお任せを、メルセデス王女。心安らかに吉報をお待ちください。嫌です。私も行きます。わかりました、王女様。さあ、こちらへ。メルビン殿、気を悪くなさらんでくれ。女王に何かあれば、あの生意気な小娘が次期女王か。Falsche. Oh. Dass er sich um seine Tante sorgt, glaubt er wohl selber nicht. Sagt er nur so. In Wirklichkeit hat er nur eins im Sinn: selber über das Königreich zu herrschen. Also, selbst König zu werden. Ja. Das wissen wir alle, was er wirklich vorhat, diese Spast. So, komm nur her. Ihr habt keine Chance gegen die überwältigende Macht des Beltreviers. Jetzt muss ich aber mal die Fähigkeit ausprobieren. Tobsucht. Ist ja schon registriert. Schlangengramm. Das ist nicht Schlangenarm, das heißt Schlangengramm. Was? Hä? Rechtschreibfehler oder bilde ich mir das nur ein? Ach so, das ist diese... Richtig, ich sehe schon, was das zu bedeuten hat hier. Das ist diese eine... besondere schwarze Flamme, die ihn umgibt, wenn er sich verwandelt. Die kann er dann auf die Gegner jetzt so losschleudern. Das ist cool. So... Zerstören wir mal diese ganzen antiken Vasen hier. Ist ja nicht so, als ob man daraus vielleicht noch was fährt. Ob man das vielleicht noch ein... Ah, da ist noch eine. Ist ja nicht so, als ob man das vielleicht in einem Museum verkaufen könnte. Dabei jede Menge Geld scheffeln könnte. Nee. Wir machen hier alles kaputt. Ja, zu deren Zeitpunkt gab es noch nicht mein Museum, also, ja. So, den Berserker-Wut können wir dann gleich wieder einsetzen. Da geht's los! Ah, da besiegen wir die Gegner sehr schnell. Na los, kommt her, ihr. Alter, sind wir schnell unterwegs. Ja, gebt's auf, ihr habt keine Chance. So, was ist das jetzt? Ein Rezept? Ein Alchemie-Gemisch. Glitzer-Gemisch. Zeugt Geld aus Wunden verletzter Gegner. Wurde zur Kriegsfinanzierung entwickelt. Dreimal Zwiebeln, ja? Das ist schon mal interessant.
Also erstmal, wenn ein Gegner verletzt, dann entsteht Geld daraus. Ja. Okay. So, da oben gibt es den Schlüssel, den ich benötige. Moment. Da oben gibt es auch einen Schlüssel. Aber dazu müsste ich doch... Dann ist der Schlüssel wohl hier in der Truhe. Ansonsten wüsste ich nicht, wo es da noch weitergeht. Gehen wir einfach mal hier in den Raum und checken die Lage. Hier gibt es erstmal ein paar Feinde zum Fertigmachen. So viele war es nicht. Und wir zerstören die alle. Ja, da ist der Schatzraum. Den wollen wir als allererstes aufsuchen. Wird natürlich auch bewacht. Aber das ist für uns kein Ding hier. Ich habe schon gesehen, dass hier wieder... Oh, Maubeersamen. Ich habe schon gesehen, dass wir bereits erwartet werden. Bam. Geiler Angriff, Mann. Wenn man richtig zieht, dann kann das Schwert ganz gut einsetzen. Was ist das? Der verfallene Schlüssel. Ah, damit kommen wir also hier weiter. Okay. Na gut, aber erstmal ist die Kampfzone aufsuchen. Da gibt es nämlich eine weitere Fähigkeit. So. Packt man also einen Gegner und man schleudert ihn dann weg. Jetzt hör auf, dich zu blocken, ne? Jetzt reicht's mir. So. Ihr habt keine Chance. Ups. Nehmt das. Oho. Das hat reingehauen. So, gib mir die Fähigkeit. Wo so ein Prisma enthält. Den Schattenschlinger. Ein Schatten kriecht über den Boden und greift Gegner von unten an. Alles klar. Dann werde ich diese Fähigkeit dann nutzen wollen. So. Jetzt noch einiges an Zeugs. Dann gehen wir mal wieder raus hier, ne? Vorher mal die Fähigkeit ausrüsten, Schattenschlinger. Das ist eher für diese Position gedacht. Ey, 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 wollte ich nicht einsetzen. Können wir mal im nächsten Kampfraum sollten wir diese Fähigkeit ausprobieren. So, erstmal hier den verfallenen Schlüssel nutzen. Der zum Glück noch funktioniert, weil eine verfallene Schlüssel, ja. Das ist dann klar, dass man befürchten muss, dass er nicht funktioniert. Ey! Ich bin jetzt nur an die Taste rangekommen und schon muss er gleich die Flexefähigkeit benutzen. So. Die nächste Rastzone. 14 sind es jetzt insgesamt. Weiterhin kein Koch, aber ein Händler, der mir die Karte übergibt. Ja. Was? Noch ein Schlüssel? Seit wann verkaufen die jetzt selber Schlüssel? Und Steinstiefel. Boah, dafür muss ich aber was verkaufen, um das Ding zu kriegen. Ich glaube, die Steinstiefel benötige ich. Für ein bestimmtes Gebiet hier, weil da gibt es ja eine Wüste, die...
Alter, das ist wieder groß. Da ist noch ein Drachenschlüssel. What the hell? Wo gibt's hier so viele Schlüssel? So viele Schlösser, ey. So viele Schlüssel. Alter, das ist doch... Boah. Zu vielen Schätzen. Gut, verkaufe ich dem jetzt mal was. Ein Ausrüstungsgegenstand, den ich nicht mehr brauche. Den Knochen. Vor allem. Und der Kraftstein. Aber dann reicht das immer noch nicht, ne? Ach doch, das müsste sich ausgehen. 65 haben mir die Schwerenstiefel gekostet. So, gib mir jetzt die Stiefel. Also die Steinstiefel. Danke und auf Wiedersehen. So, rüste ich die jetzt mal aus. Dafür tue ich den Saturnreif weg. So. Mit diesen schweren Stiefel kann ich dafür sorgen, dass ich... bei der Wüste mich... dass ich bei den Sandstürmen nicht zurückgestoßen werde. So, das könnte eine Miniboss-Zone sein. Jop. Jetzt reicht mit den Blocken. Oh, volle Power. So. Gehen wir hier richtig ab. Jetzt ist Schluss hier. Alter, den haben wir viel Schaden gemacht. So. Das wird gleich noch mehr. Vulkan. Und noch einer. Könnte schon wieder welche beschwören. Das heißt, Schluss damit. Level 10. Das war schnell und einfach erledigt. Noch ein Drachenschlüssel. Und jede Menge Münzen. Wo wollen wir als erstes hingehen? Ich schätze mal da nach unten. Da ist eine Sackgasse mit einem Ring. Und einem weiteren Ausrüstungsgegenstand. Ach ihr, was wollt ihr denn? Verschwendet bloß nicht meine Zeit. Hier könnte da eine Drachenschlüssel vonnöten sein. So, da nichts hier rein, da. Gerade von Fähigkeiten reden. Mal sehen. Hier. Tausend Schlachtfeld erwartet. 3 Minuten in den Raum, in den... ein führender Valkyren liegt. Okay, 3 Minuten warten? Warum? Um Himmels Willen. Warum müssen wir 3 Minuten für sowas warten? Nur um einen verdammten... Anführerin der Valkyren? Ist es etwa die Schwester von Gwendolyn, die da gestorben ist? Komm hoch mit dir, Ball. Alter, Oswald. Hoch da. Wieso bleibt er nicht da oben? Wieso kann er nicht oben bleiben? Was ist da jetzt los? Da springt er einfach ab. Das ist so extrem am Rande. Diesen blöden Stein. Die lege ich jetzt ab. Das reicht mir. Leg sie dann erst an, wenn ich sie wirklich brauche. So kann ich mich schon viel besser bewegen.
das nervt ab hier. Man will sich hier umgucken. Oh, das hat sich doch ein bisschen gelohnt. Gib das her. Will man sich nur umgucken und... Und das nervt hin... Und man wird ja nur abgenervt. Was ist das denn? So, hier ist der Schatz. Und es ist tatsächlich ein weiterer Schlüssel. Ein königlicher Schlüssel. Ob das der zum Boss ist? Hm. Tja. Wir sollten erstmals weitergehen und dann gucken. Vorher mal drin. Ey. Gib her. Und die. Ach. Und ihr hört auf zu nerven. Was zum. Ach Mann. Haben die mich betäubt? Jetzt reicht's. In das Schlangengram. So, das war ja die Fähigkeit, die wir schon hatten. Ich wollte die andere ausprobieren. Können wir, wenn wir da den Schlüssel dafür verwenden? Gehen wir also mal hier. Gehen wir also mal hier rein. So. Schattenschlinger. Okay. Das hält also die Gegner oben, hä? Interessante Fähigkeit. Ey, du Kleiner. Wo die Anführerin liegt, aber was? Wo? Wo soll das sein? Ich bin ja echt schon ein bisschen verwirrt gerade, weil ich nicht weiß, was gemeint ist. So. Dann, Versuchen wir es mal da drüben. Oh, da gibt es auch hier wieder schwere Stiefel. Shit, hätte das wohl gewusst, hätte ich es mir gar nicht erst gekauft. Was habe ich jetzt davon, dass ich unnötig viel Geld ausgegeben? Ja, ja. Als ob das was bringen würde. Mein Freund und Kupferstecher. Alter, Alter, Alter! Das ist eine Brandfalle auch noch. Diese Gegner, ey. Ich hoffe, die haben mich lange genug abgenervt hier. Brandfall endlich verschwunden. Ja. Tatsächlich, der königliche Schlüssel bringt hier was. Damit komme ich hier weiter. Ich will vorerst mal diesen Kampfraum hier vornehmen. Naja. Hatten wir nicht schon mal den? Ja. Bei der Marisa-Sorge hatten wir den ja schon mal. So. Jetzt mal Schluss her. Alter. So, um geht hier abzugehen, dann... Dann tut das aber richtig. Alter! Na, warte du!
Schmeck das, Freundchen. Jetzt mal Schluss her. Zack, 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 zack. Schmeck das. Du lass das Patronium da liegen. Hey, gib her. Und tschüss. Bekommt tatsächlich jetzt diese Schwernstiefe noch einmal. Bereue ich es fast schon, sie mal aufgesammelt zu haben. Shit. Naja, was soll's. So, bei der Stelle geht's dann im nächsten Part weiter. Dort werden wir noch uns weiter umgucken müssen. Ach, eigentlich sollten wir ja hier lang. Dort gibt es ja noch einen weiteren Schlüssel zu bekommen. Und dann wird hier der Rest auf uns warten. Aber das machen wir dann alles im nächsten Part. Und ja, immer wenn es so gefallen wurde, bin ich jetzt bestimmt besser als Daumen nach oben. Sehen uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crush for the Fake geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Odin's Fear Leaf Thresher. Also, viel Sehen und Tschüss.